Also Egon Schiele ist sicher einer der merkwürdigen Künstler, die zu den populärsten, berühmtesten, beliebtesten Künstlern zählen, obwohl sein Werk eigentlich gar nicht so angenehm ist und eher als schwierig einzustufen ist. Das Schaffen Klimts ist viel gefälliger. Im Schaffen Klimts haben wir eine Erotik, einen Luxus, eine Opulenz, die geradezu zu unserer oberflächlichen Zeit passt. Egon Schiele hat ein ganz anderes Verhältnis zur Kunst und zum Menschen. Er befasst sich wirklich mit der Existenz des Menschen, mit der puren Existenz. Das ist auch der Grund, warum drei Themen sein gesamtes Werk dominieren. Der Akt, insbesondere der Frauenakt, das Selbstbildnis, die Selbstthematisierung, meistens, sehr oft ebenfalls als Akt, pur, ohne weitere Accessoires, ohne weitere Bekleidung, ohne weiteres Ambiente, ohne Raum. Und das Kinderbild. Das Kind, das die Existenz des Menschen in einem gleichsam einem Urzustand repräsentiert. Egon Schiele wächst natürlich aus dem Jugendstil hervor und er bewundert, als er mit 16 Jahren bereits als jüngster Student auf die Akademie der Bildenden Künste kommt, Gustav Klimt über alles. Er macht Entwürfe für die Wiener Werkstätte. Aber in diesem geradezu legendär zu nennenden Sommer 1910, den er in Krumau, in der Mutterstadt, verbringt, da radikalisiert sich sein Stil. Immer noch ist die Linie die der Sezession, die Schönlinigkeit, aber was er ausdrückt, ist die Gepresstheit des Menschen, ist seine Isolation. Und wie er es koloriert, da löst er sich vollkommen von einer Ästhetik des Schönen und betreibt eine Ästhetik des Hässlichen. Mit schwerenden Farben, giftigen Grün, schreiendem Gelb wird auf einmal die Pathologie des Menschen, die soziale wie die tatsächliche Pathologie des Menschen zum Thema. Ob das jetzt ein Frauenakt ist, der seine damals gerade 16-jährige Schwester, die Gerti, zu der er so eine enge Bindung hat, darstellt, oder ob das ein Selbstbildnis ist. Das ist nicht die Wiedergabe dessen, was er im Spiegel sieht, wenn er sich rachitisch, verkrümmt, hysterisch oder auch sehr nobilitiert als Heilsbringer der Welt, der mit seiner Kunst die Welt befreit darstellt. Das sind immer Erfindungen. Das sind performative, theatralische Akte, die er hier setzt, um eine existenzielle Aussage über den Menschen an sich zu treffen. Daher finden wir Landschaften sehr selten, Stillleben fast gar nicht, Genrebilder überhaupt nicht. Der Mensch wird zum Stellvertreter der Existenz des Menschen. Und das macht sein Werk durch diesen Wegfall, alles das, was man an Zeit erkennen könnte, so aktuell. Viele Menschen haben das Gefühl, wenn sie ein Schiele-Werk sehen, das ist gerade gestern geschaffen worden und nicht vor über 100 Jahren. In dieser Ausstellung bringen wir mit ausgesuchten Fotografien die Epoche, die Zeit, den Ort zurück, die barfüßigen, armen Kinder, die er gezeichnet hat in ihrem Elend, die froh waren, für ein paar Kreuzer den Schlägen ihrer Eltern zu entkommen, die bürgerliche Familie, in die er hineinheiratet. Und man ist geradezu schockiert, wenn man diese Fallhöhe zwischen Epoche und seinem aktuellen Werk erkennt.